Jo, hallo und servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Kuriositätenkabinett. Wir spielen wieder Deponia und wir, das sind der Rufus und die Goal und wir wollen weg vom Dreck, beziehungsweise hier oben in das schöne Elysium. Und da waren wir eigentlich in der letzten Folge schon auf dem Weg dahin, in der letzten etwas längeren und verplanten Folge, weil ich zu dumm war, dieses Rohr zu sehen, ja. Ja, leider haben wir es da dann doch nicht ganz hingeschafft, weil Rufus dann irgendwie ein schlechtes Gewissen hatte, der Goal, die ja resettet wurde quasi, ja, die Wahrheit gesagt hat und jetzt sind wir wieder hier. Ja, Goal haben wir quasi den Stecker gezogen und müssen jetzt irgendwie die alte Datasette wiederholen, ja. Zumindest glaube ich, dass das die Aufgabe war. Unser lieber Cletus, der hängt hier immer noch. Und mal gucken, was unser Rufus jetzt hier zu Goal sagt. Da sagt man einmal die Wahrheit. Tja, da sagt man einmal die Wahrheit. Und dann kriegt man gleich voll eins auf die Fresse. So ist das, ne? Wenn ich draufgehe, wird es dir leid tun. Weil du dann schuld bist. Genau. Ach. So, hier ist wahrscheinlich nichts drin, oder? Spitzenunterwäsche. Oh, für Männer. Kann er sehr behalten. Scharf. Spitzenunterwäsche. Hätte ich aber gerne eigentlich. So. Gut, runterholen kann ich den Quatschkopf hier nicht. Gehisst der Cletus. Glotz nicht so! Und was willst du dagegen machen, hä? Ich meine es ernst! Wehe du! Falsch! Wehe du! Lass mich gefälligst ausreden! Und wehe du! Nein, wehe du! Glotz nicht so! Okay, der mag nicht mehr, dann gehen wir zurück. Gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt vielleicht in dieser Folge Deponia 1 endlich beenden könnten. In der letzten Folge habe ich mich da ein bisschen verschätzt. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Wahrscheinlich ist es jetzt gleich sofort aus und die Folge wird jetzt nur 5 Minuten. So ein Fail wäre mal wieder typisch. So. Kontrollen, Öltank, was haben wir eigentlich dabei? Ach, nur die Backup-Datasette. Gut, das macht's einfacher. Gehen wir mal zur Bahnhofshalle. Das muss schneller gehen. Ich brauche diese Codes. Ja, Herr Amtmann, Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. Wenn es nach Ulysses ginge, würden wir hier alle auf Deponia verenden. Ja, Herr Amtmann. Ulysses! Gibt es Probleme, Argus? Nein, Herr Oberkontrollrat. Nur ein durchgeschmortes Relais. Das ist jetzt unwichtig. Ich möchte ein paar Worte an die Mannschaft richten, bevor wir nach Portafisco aufbrechen. Sofort! Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Ihr habt den Mann gehört. Auf, auf! Auf, auf! Genau, du bist auch weg. Das ist meine Chance. Das ist deine Chance. Und was mir hier gerade aufgefallen ist, schaut euch mal dieses Teil hier an. Ja, diesen Ableseautomaten. Und ja, überlegt euch, was ihr da seht, wenn ihr diesen Ableseautomaten anschaut. Ja. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich liebe dieses Spiel. So, dann ziehen wir jetzt mal diese Datasette hier, die ganz tief in den Ableseautomaten reingeschoben ist, ja, hier raus. Da sind sie. Goals richtige Erinnerungen. Oder sind es die falschen? Egal. Da sind sie. Genau. Zieh! Tada! Und zurück. Hier ist wahrscheinlich jetzt echt gleich vorbei, das Spiel. War dann wieder ein Fail. Na, mal gucken, ob wir zumindest die 10 Minuten vollkriegen. Tada! Hallo! Oh mein Gott! Na? Überrascht? Allerdings. Du dachtest wohl schon, du hättest es geschafft. Das Glück ist mit den Gerechten und so. Tja, falsch gedacht, mein Freund. Es ist fast schon tragisch. Einmal im Leben entscheidest du dich, das Richtige zu tun, und schon kostet es dich alles. So ist das, deinen ja. Deinen großen Traum, die Liebe deines Lebens, deinen Heimatplaneten. Tja, ich würde dich ja jetzt gerne bedauern, aber das Hochboot ist in Betrieb. Die Aufstiegscodes sind eingegeben. Ich will Elysium einfach nicht länger warten lassen. Immerhin erwarten die einen Bericht von mir. Ich hätte auch bereits aufbrechen können. Aber was soll ich sagen? Mein schlimmer Rücken. Ich will einfach nicht alleine rudern. Also
Gib mir die Backup-Daten. Lässt mal schön seine alte Ruder. Erinnerungen an euren Fehlstart dürften noch im Kurzzeitspeicher liegen. Die sind schnell gelöscht. Gib sie mir. Das könnte dir so passen. Gib ihm die Datasette. Oh nein. Was ist hier los? Der Organon. Immer pünktlich, immer zuverlässig. Ich glaube, hier ist eine kleine Entschuldigung fällig. Sieht so aus, als ob die Ratte ihren Käse nicht geschluckt hätte, Amtmann. Aber ich bin nicht nachtragend. Wenn mir Rufus die Backup-Datasette aushändigt, werde ich unseren Plan wie besprochen durchführen. Jetzt mehr denn je. Du hast den Mann gehört, Rufus. Gib ihm die Datasette. Komm schon, Rufus. Sei vernünftig. Ich werde ohnehin nach Elysium gehen. Du kannst daran nichts mehr ändern. Wenn ja, du mir die Daten jetzt gibst, ich würde ja gerne irgendwas machen, aber ich kann noch Goal retten. Also, haben wir eine Abmachung? Ah, jetzt. Lass uns reden. Wir können doch über alles reden. Und warum sollte ich dir zuhören? Ich will nur die Datasette, weiter nichts. Ich habe spannende Geschichten zu erzählen. Niemals. Tja, dann muss ich wohl selbst rudern. Schade, schade, schade. Aber ich hätte mir eigentlich denken können, dass dir dein Stolz wichtiger ist als Goals Leben. Ich wette, du hast schon eine tolle Lügengeschichte parat, wenn sie aufwacht. Oh ja. Und merk, dass du ja in erster Reihe Ticket für den Weltuntergang besorgt hast. Warte noch. Verschwende nicht meine Zeit. Gib mir die Datasette oder lass es bleiben. Oh Mann. Du hast gewonnen. Hier ist die Datasette. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Und ich wette, Goal wäre dir auch sehr dankbar. Leider wird sie nie erfahren, dass du überhaupt existiert hast. Ha? Deponia wird so ein schönes Feuerwerk für unsere Hochzeit abgeben. Ich hasse diesen Typ. Oh yeah. Cletus? Was? Cletus? Was ist passiert? Eine Menge. Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern. Ich war mit dir auf einem Organon-Kreuzer. Wir wollten Deponia inspizieren, richtig? Wir sind auf Deponia, aber unsere Mission ist beendet. Habe ich geschlafen? Es gab einen Unfall. Du bist vom Kreuzer gefallen. Darum kannst du dich auch an nichts erinnern. Aber schau dich um. Deponia ist verlassen. Sie schaut. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja, nichts. Nun komm, lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Nein, niemals. Ja, lass uns gehen. Nein. Es ist jetzt Game Over. Tja, das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal. Der Weg nach Kuvak ist weit und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Nicht so schnell, Freundchen. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Du weißt zu viel. Uh-oh. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Oh yeah, mach was Geiles, Rufus. Nein! Macht's gut, ihr Trottel. Oh, nö. Diesen Verräter, erschießt ihn. Nein, da habe ich aber echt was dagegen. Hast du was verloren? Oh Gott, der Typ hat auch einen geilen Arm. Bravo, Herr Oberkontrolleur. Gut gemacht, Chef. Oh Gott, was kann ich jetzt tun? Sieh es ein, du sitzt in der Falle. Ja, allerdings, oh. Hallo? Hallo? Ach, ein Griff. Na dann. Ich muss weg. Halt! Stopp! Was tust du? Flieg, Amtmann, flieg! Oh.
Oh, die Spritzen. Oh, der Pirat ist auch da. Arr. Na, so schnell wieder zurück? Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten in den Nadelhaufen. Habe ich so noch nicht gesehen. Respekt. Alles klar, Kleiner? Du klingst ein wenig ausgepowert. Ach ja. Daumen nach oben. Ah, okay. Gut. Ein nachdenklicher Rufus. Ist das so, das Ende? Der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Passt rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber ist Deponia jetzt gerettet? Natürlich. Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Oh. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die er gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Hussa und so, der Kurs, volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start. Dieser clevere Rufus hat einfach die Datasetten vertauscht. Das heißt, Goal weiß ganz genau, was vorgefallen ist und hat sich nur so dumm gestellt. Dann ist Deponia vielleicht doch noch nicht verloren. Und eventuell gibt es sogar noch einen zweiten und dritten Teil vom Spiel. Oh mein Gott. So, und damit wären wir durch mit Deponia. Ja, 15 Minuten habe ich jetzt gebraucht, glaube ich. Hier jetzt noch, ja, die... Wie nennt man das? Naja, ihr wisst schon. Da, wo eben alles durchläuft, wer das Spiel gemacht hat. Wen haben wir denn da? Irgendeinen schönen Namen? Irgendwas Lustiges. Ah, das sind alles so standardmäßig die Namen. Tja, naja. Ah, David Stoffel. David Stoffel ist schön. Herzliche Grüße an David Stoffel. Und danke für das Programmieren der Engine. Yo! Und dann würde ich sagen, dann sind wir einfach hier durch mit dem ersten Teil von Deponia. Ich hoffe, euch hat's gefallen, ja. Und wenn das der Fall ist, würde ich mich natürlich freuen, wie immer, über einen Daumen nach oben, über ein Abo oder über einen netten Kommentar. Und ja, hier ist die Serie natürlich noch nicht zu Ende, denn, wie gesagt, es gibt ja noch Deponia 2 und Deponia 3. Von daher wird es wahrscheinlich wie im euch gewohnten Rhythmus hier weitergehen. Dann als nächstes mit quasi der ersten Folge von, ja, vom Kuriositätenkabinett. Wir spielen Deponia und diesmal eben Deponia Nummer 2. Und Rufus wird wieder versuchen, irgendwie weg vom Dreck zu kommen und Deponia natürlich zu retten. Jo, dann verabschiede ich mich nochmal den Gatzer zum Abschluss. Dann verabschiede ich mich Bin ich jetzt doof? Ich kann jetzt nicht mehr sprechen. Ich verabschiede mich von euch einfach, ja. Wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video anschaut. Und wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Kuriositätenkabinett. Wir spielen Deponia Nummer 2. Macht's gut, bis bald und Servus.